Servus Leute, heute gibt es wieder ein Custom Raid mit einem ganz besonderen Loadout und zwar mit der KS-23 als Nahkampfwaffe mit Schrapnell 10 Ammo und mit der MK-18 mit AP-Ammo als Bolt Action, also immer bloß eine Patrone in der Kammer. Und ja, ich habe mich da erstmal ein bisschen drüber aufgeregt, weil ja, wirklich gut ist das Loadout nicht, also man kann keine Scav-Slice erschießen und für mittlere Distanz ist es auch recht problematisch, aber der Raid hat sich dann doch ganz gut entwickelt. Ich habe ganz knapp überlebt und musste mich dann erstmal zurückziehen und konnte die Situation dann noch komplett für mich drehen, alles looten und ja, am Ende einige Kills noch verbuchen und zwar auch noch ein paar gute Kills, aber ich will wie immer nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und ein Follow da lasst. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, einen Daumen nach oben und macht die Glocke an und einen Kommentar natürlich. Viel Spaß mit dem Raid. Schrapnell 10 ist gut für Ranger. Auf geht's. Los, Zeratul. Das einzige Problem ist, Scavs irgendwo runterschießen, ey. Kein Bock mit AP aufs Gas zu schießen. Zum Beispiel auf den da oben, ne? Wie soll ich denn den da runterschießen? Den anlegen hören. Naja, die MK18 kostete die Munition 60.000 Kabel. Deswegen will ich es eher nicht machen. Schieß nicht auf mich. Schieß nicht auf mich. B, der schießt mir gleich in den Kopf, ey. Ah, ich glaube, er wird beschossen. Ja. Ey, der hockt da so scheiße, der gibt mir gleich. Fuck, Mann. Ja, bleib, wo du bist. Ey, fuck. Ich könnte versuchen, wenn er so steht. Oh Gott. Was ein scheiß Loadout. Ich kann nicht mal den Scav da oben runterschießen. Ah. Ich kann nicht mal den Scav da oben runterschießen. Außer mit der scheiß MK18. Ich muss ihn runterschießen, der gibt mir sonst. Hoppa. Er ist auch weit geflogen. Oh. Spieler, seht ihr?
Hier unter mir ist auch einer. Oh Mann, ey. Boah, ist das nervig. Das mache ich nimmer. Da ist MK18 und dann nur eine scheiß EKS als Backup. Ich kann keinen einzigen Scav abschießen. Ich meine, der dürfte gleich verbluten, aber... nicht mehr da. Der Scav hat gerade den Kill geklaut. Hey Blondie. Ich hab den Typen zwar gesehen, aber ich konnte nicht auf ihn schießen, weil der Scav hinter mir war. Aber so ist das Wetter extrem geil. Ich sehe alles. Ich gehe gleich mit einer richtigen Sniper und nicht mit so einem Drecksloadout. Servus, Captain Rosi. Ja! Snipen mit Behinderungen. Keine gute Sniper und keine gute Zweitwaffe. Das Loadout ist nicht gerade empfehlenswert. Dass wieder ein Scav einfach so rumballert. Apfelmus-Rig, das wird am Anfang vom Vibe nicht besser werden. Sag ich dir nur. Liegt nicht am Vibe. Jetzt hau halt ab, Mann. Gleich tot. Weiß nicht, ob ich ihn hab. Glaub, ich hab ihn. Ich kann es leider nicht sehen, ob er tot ist. Nein. Oh, snipen mit Kacklaut. Oh. So ein Drecks-Loadout, ey. So ein Drecks-Loadout?
Wollt ihr mich verarschen? Deswegen spielt man keine Scheißwaffen, dann kommt man in solche Situationen nicht. Nimm mal den Salat, ey. Der Unterschied wäre, mit einer M4 und einer DVL wären beide tot. Mit einer MK18 oder KS23 nicht. Mit der KS kannst du halt nichts machen in so einem Fight. Da bist du einfach bloß gefickt. Ein Wunder, dass ich da gerade noch rausgekommen bin. Ganz ehrlich. Close Range mit MK18, die richtig scheiße und ich habe bloß einen Schuss. Close Range MK18, das ist auch mit 10 Schuss in der Waffe scheiße. Die MK18 ist an sich keine gute Waffe. Die hat halt starke Ammo, aber das war's. Das ist keine gute Sniper, das ist keine gute Close Range Waffe. Sie hat halt bloß starke Ammo. Hätte ich jetzt eine MK18 mit FMJ, okay. Dann könnte ich wenigstens zurückschießen, aber. Naja, Blondie, das hat nichts mit Meta-Waffen zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich keine Waffe habe, mit der ich zurückschießen kann. Gut, sind wir wieder auf 13. Schauen wir mal, was hier los ist. Schauen wir mal, ob wir hier noch einen gesniped bekommen mit der Knifte. KS23 ist halt schön für Leute, die gerne in Ecken hocken, ne? Aber wenn du damit rumlaufen willst, räudiges Ding. Ich glaube, jetzt weiß ein Mate, wo ich bin. Der am Zaun könnte tot sein, ja. Das waren aber zwei. Hey, wir bringen einfach nichts.
Ja. Stimmt. Confirmed. Kein Lapua-Abpraller. Unlucky. Aber eh krass, dass ich da noch in zwei Leute reinrenne an der Stelle. Ey, wie oft will ich denn jetzt noch bluten? Na gut, ich hab ein paar gebleckte Körperteile. Oh nein, hör auf. Der ist jetzt wert und seinen Mate looten. Ey! Privet. Kaffee mit Mayo, vielen Dank für das Follow, willkommen. Na, ich glaube, er sucht mich da hinten. Ich glaube, den einen hier habe ich sogar gekillt. Ah! Yes! Promoted! Promoted! Kaffee mit Mayo, danke für den Follow und den Prime hinterher. Danke für den Support. Nice Combo. Willkommen in der Abo-Falle. Seit kurzem Prime-Kunde. Da freue ich mich ja, dass den bei mir lässt. Da liegt er. Danke dafür. Aber wir gehen hier mal kleines Risiko. Da liegt er. Da ist dein Kumpel. Schau. Oh, Helme helfen nicht gegen Lapua Magnum. Was ein Engel. Eieiei. Also besser hätte es um Laufen nicht klappen können. Eieiei, ey, fuck. Ich hab immer so einen Luck. Nein! Das ist kein Luck. Ich hab mir gedacht, der geht den Wetten looten. Ah, oh shit, ich muss mal ein bisschen Zucker futtern. So. Oh, was zu essen. Wir müssen da jetzt mal hin. Das ist kein Luck. Nichts anderes ist sichtbar. Ich habe mir den Engel genauso rausgesucht. Safe. Ey, die hatten mich auf 50 HP und jetzt sind sie beide tot. Eieiei. Ich habe auch schon AP-Dodger gehabt. Ich habe selber schon FMJ mit meinem Ulach gedodged. Ja, dass er sich hinlegt, war lag, das stimmt. Allein schon dieser Push hier, ihr seht hier das Blut, ne? Ich bin in den hier. Der hat mich verfolgt, oder? Das war der. Ich bin in den komplett reingepusht. Oh. Oh.
Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie konnte ich ihn treffen? Was zu essen. Rausfinden, wo der Typ ist. Da liegen zwei Tote. Okay. Was hier passiert? Oh nein. Oh. Ah. Auf keinen Fall. Oh, war der mies. Oh, ich fühle mich so dreckig. Heilige Scheiße. Solo SSB. Ja, es tut mir leid. Solo SSB. Du hast es probiert. Ei, ei, ei. Das gibt einen Report. Ich denke auch, ja. Ei, ei, ei. Der Wille war da. Ich hab keinen Helm auf. Halt. Damios, die Waffe ist ziemlich mies. Nee, nee, das war Beine. Das war Beine. Ich hab ihn ins Bein gewontappt. Das wäre die erste Waffe, die ich auch raustun würde, sofort. Das war gerade ein Beintreffer, Leute. Das war übrigens der Typ, der mich pushen wollte. Das war der erste Typ, der mich pushen wollte. Holy shit, ey. Hat's den Kollegen zerrissen, ey. So. Einen Moment. Lass mal den Dach auch gleich da.
glaube, die MK18 unloaden wir mal. Moment, nochmal, das sieht geil aus. Und du schimpfst nochmal über die MK18, die ist immer noch scheiße. Ja, ich denke, ich check den als nächstes. Gut. Also wieso war da auf einmal so viel los, ey? Ja, da ist irgendwie ein Mega-Battle ausgebrochen. Hey, Koltaro. Alter, Warmaged? Junge. Okay. Ich glaube nicht, dass ich den hab. Ich bin mir ziemlich sicher, der war da gerade am Looten, als ich hier entlang gelaufen bin. Nun ja. Schauen wir, was die haben. Hey, wir checken jetzt erstmal, was der am Zaun hat. Ich meine, das war eh bloß ein SKS-Ling oder so. Nee, den hat's nicht. Ah, er hat ordentlich. Doch, da liegt er. Den habe er nicht ich abgeknallt. Ich habe ihn hier getroffen. Oh, Sherlock Audi ermittelt. Ah, doch, ich habe ihn. Ich hab ihn mit der Granate. Oh shit. What? Okay. Ich hab ihn mit der Granate. Na gut. Und wo ist sein Kumpel? Gar nichts. Der ist gelootet. Okay. Ich glaube, das war ein Scav. Ja, das war ein Scav. Wir gehen hier mal raus, würde ich sagen. Also, wieder erwartend lief der Raid dann doch noch ganz okay. Er hätte schlimmer sein können. Also von im Prinzip komplett tot zu ich habe allen Loot, ist es eigentlich, ja, brauchbar. Sniper und Shotgun Loadout, das können wir jetzt gleich nochmal machen, aber ich nehme keine MK18.
Naja, ein bisschen Glück hat auch mit reingespielt. So, Leute. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Wenn ihr euch auf dem Video verewigen wollt. Schauen wir mal, wie viel ich habe. Aber 3 habe ich auf jeden Fall, ne? 4 habe ich auf jeden Fall. Ja, 4. Ah, ja, ja, der war mies, ey. Hier, linkes Bein, 4,6 Meter. Oh. Der war mies. Der Sir Marshmallow war mein erster Kill da. Krass. Und die waren auch gut. Jeweils 100 Meter Kills. Das waren nicht mal Headshots, das waren beides Thorax-Kills mit der MK18. What? Okay. Okay. Naja, wie viel haben wir geheilt? Einiges. Passt. Das Black Noise, alles gut. Machen wir hier wieder aus. Been counting days.